Schmerzen. Jeder von uns kennt sie und weiß, wie unangenehm sie sind. Sie können überall auftreten, haben vielfältige Ursachen und sind für die Betroffenen oft unerklärlich. Meistens sind sie glücklicherweise nur von kurzer Dauer. Es kann aber auch vorkommen, dass sie über Monate hinweg bestehen bleiben, weil sich ein Schmerzgedächtnis gebildet hat. So entsteht ein eigenständiges Krankheitsbild, der chronische Schmerz. Depressionen, Angst und Verzweiflung sind häufige Begleiter von Schmerzpatienten. Sozialer Rückzug und eine beeinträchtigte Lebensqualität sind oftmals die Folge. Der Schmerz wird zum Lebensmittelpunkt. Die Betroffenen brauchen eine Therapie, die so individuell und umfassend ist wie ihr Schmerz. Im Josefshospital Warendorf behandeln wir unsere Schmerzpatienten daher mit einem ganzheitlichen Therapiekonzept, der multimodalen Schmerztherapie. Bei diesem Ansatz arbeiten die unterschiedlichen Fachdisziplinen eng zusammen, um eine abgestimmte Behandlung zu ermöglichen. Neben den Schmerztherapeuten bilden Orthopäden, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Musiktherapeuten, Kunsttherapeuten und Aromatherapeuten das behandelnde Team. Ausgangspunkt der Therapie ist immer die aktuelle Situation unserer Patienten. Im Rahmen regelmäßiger interdisziplinärer Teambesprechungen werden die Behandlungspläne individuell angepasst. Die 18-tägige Therapie erfolgt in Kleingruppen von 6 Personen, sodass auf die Bedürfnisse jedes Patienten eingegangen werden kann. Die Behandlung des chronischen Schmerzes kann mit individuell abgestimmten Schmerzmitteln erfolgen, sowie über eine Physio- und Bewegungstherapie. Verhaltensweisen zu verändern erfordert Mut. Mut, der auch Gedankenanstöße braucht, die im Gespräch mit unseren Psychotherapeuten Raum haben. Im Rahmen der Musiktherapie werden eine individuelle Schmerz- und Linderungsmusik komponiert, um die Schmerzwahrnehmung nachhaltig positiv zu beeinflussen. Unser gemeinsames Ziel ist es, unseren Patienten Strategien zur Schmerzbewältigung zu vermitteln, um die Lebensqualität im Alltag nachhaltig zu verbessern, sowie die Berufsfähigkeit zu erhalten oder im besten Fall wiederzuerlangen. Völlige Schmerzfreiheit ist nicht das Ziel. Wir können aber mit Erfolg dazu beitragen, die Schmerzen zu lindern und Ängste Schritt für Schritt abzubauen, um den Weg zurück in ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu ebnen.